Sie laufen, dribbeln und passen, mittendrin Reiseleiter Löw, der zwar 19 motivierte Spieler um sich hat, aber längst keine funktionierende Mannschaft für das Duell mit Ecuador. Natürlich ist es nicht ganz so leicht, eine Mannschaft, die ja doch in dieser Konstellation noch nie zusammen gespielt hat und trainiert hat, so in einer Woche dann auf so ein Spiel vorzubereiten. Der Bundestrainer steht vor der kniffligen Aufgabe, sich bei aller personeller Experimentierfreude auf der umstrittenen USA-Reise nicht zu blamieren. Bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit gegen Ecuadorianer, die extremes Klima kennen und als Nummer 10 der Weltrangliste aktuell stärker sind, als allgemein bekannt ist. Man hat das Gefühl, sie sind geradezu süchtig nach Zweikämpfen, ob in der Defensive oder auch in der Offensive. Also enorm starke Spieler, die ihren Körper wahnsinnig einsetzen. In der deutschen Offensive soll Debütant Max Kruse von Beginn an dagegenhalten, unterstützt von Lukas Podolski, der als Routinier besonders im Fokus steht, auch weil Teammanager Bierhoff jüngst seine sportliche Entwicklung öffentlich bemängelt hatte, was den Bundestrainer zu einer echten Lobeshymne veranlasste. Und der Lukas ist für mich jetzt überhaupt kein Thema, dass man den kritisiert, sondern ich finde ihn wahnsinnig positiv und er kämpft jedes Mal um seine Chance. Er will unbedingt spielen, er will immer dabei sein und daher, ich bin mit Lukas absolut zufrieden. Vermutlich wird Lukas Podolski sein 109. Länderspiel sogar als Kapitän bestreiten im Testspiel gegen Ecuador, bei dem die Reisegruppe Löw ihren Reiseleiter heute hoffentlich nicht im Gewitterregen stehen lässt.